Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4, 17. ist es, mit Köln. Und wir sind im Krieg gegen die Pfalz und ja, deren Verbündete. Und irgendwie sieht das bestimmt gleich nicht gut aus, weil wir haben zwar 11 und die haben 13, aber da müssen wir mal gucken, was wir da so hinkriegen. Ne? Lassen wir mal ein bisschen laufen. Die besetzen gerade Köln, haben jetzt nur 12 Einheiten. Wer war da noch mit im Krieg? Würzburg, Württemberg, Mainz, Lüttich. Oh, super. Okay, ein weiterer Mann ist gestorben. Wir müssen gucken, wer ist denn da oben? Werden. Okay, die haben noch andere da unterwegs. Wer ist das hier? Das ist Lüttich schon, okay. Jetzt sind sie hier 26, also da können wir uns schon mal abschmieren. Dagegen was zu tun, würde ich sagen. Halt. Die müssen dahin. Die können wir dann ein. Was ist hier los? Krieg. Oldenburg, da oben die. Na super. Ja, das können wir dann auch locker sehen, ne? Stopp mal. Die vereinen. Und dann gegen die Achte angehen, oder? Ja. Und da kriegen die Verstärkung wahrscheinlich, oder wie sehe ich das? Ja, sieht nicht gut aus wahrscheinlich. 7 zu 9, ne. Das ist Oldenburg. Ja, nur Oldenburg. Und wir haben verloren. Respekt. Wir haben 7 Leute, die jetzt hier noch in den nächsten Krieg laufen wahrscheinlich, ne? Wir haben einen Eroberungsfront gegen Münster. Na super. Die sehen wir auch nicht wieder, die Truppen wahrscheinlich. Protestantische Reform, okay. Ja. Wer ist das hier? Würzburg. Hannover wird von der Hanse besetzt. Lüttich läuft jetzt nach da, da haben wir gleich keine Chance mehr, ne? Da brauchen wir auch nicht langlaufen. Ja, ich glaube, das war's dann mit unseren Truppen. Die sind gleich kaputt. Weil Lüttich läuft da rein, oder? Ne. Die Würzburger waren das hier, die uns da noch folgen. Ja, und Truppen erledigt. Das war's dann. Wen haben wir hier? Oldenburg und die Hanse. Für eine Reform eingeführt. Na super. Ja, das ist dann Geschichte jetzt hier. Truppen sind alle aufgerieben. Ne, warte mal. Wir haben noch ein paar Armeen hier. Wo sind die denn geblieben? Oh, nach da unten geflohen. Ins tiefste Burgund. Das ist Mailand. Das ist Frankreich. Können wir die mal nach da ziehen? Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die sind alle verloren. So, da kommen auch schon wieder welche. Ja, und das ist hier Würzburg. Ja. So. Irgendwie müssen wir da unten immer so eine tolle Schleife laufen. Von Lüttich werden die jetzt erobert. Okay. Nassau. Das ist gut. Produktionseffizient, okay. Mainz, Würzburg, Oldenburg, die Hanse. Tja, da ist die Pfalz und da haben wir dann noch die Hanse nochmal. Ja, ich glaube, jetzt können wir gleich wieder flüchten gehen. Okay. Ja, das war's. Dann sind wir erledigt, weil die irgendwie so Irrwege laufen, ne? Ja, gut.
Ich glaube, jetzt haben wir keine Truppen mehr, ne? Ja, brauchen wir jetzt auch keine mehr, würde ich jetzt bald sagen, ne? Das ist ja schon ein verlorener Krieg. Und die kriegen dann da gleich Berg. Waffenstille zwischen Elsass und Köln ist beendet. Sachsen und Köln auch. Wird das mal gehen, bitte? Oh. Oh, guck mal, da geht sogar eine Kanone. Aber das bringt uns auch nicht weiter jetzt. Komm, die Kanone brauchst du gar nicht mehr machen erstmal. Wir brauchen Truppen. Wer ist das? Brandenburg. Komm schon. Und ein Anführer dabei. Kriegen wir das auch noch hin? Ach, der Anführer geht ja nur im eigenen Land, ne? Alles klar. Schnell da hinziehen. So, zwei jetzt einer gegen eine. Kriegen wir jetzt mal einen Anführer dabei. Haben wir keinen, ist der gestorben? Warte mal. Pause? Ja, Pause. Ist der Anführer gestorben? Nö, Günther von Westernburg ist doch noch da. Wieso konnte ich den da nicht zuordnen? Beim besetzten Land sind wahrscheinlich, ne? Ja, super, ne? Ja, da brauchen wir nicht mehr hinlaufen, da haben wir nämlich sofort verloren. Handelsreichweite. Handelsreichweite minus 10. Ne, das wollen wir nicht. Ja, sieht nicht gut aus, ne? Jetzt haben wir nur noch Hannover hier und dann ist das gleich auch gefallen und dann ist der... Ja, da ist es. Erledigt. Ich glaube, die Brandenburger können auch nicht mehr viel ausrichten. Die sind hier einfach zu stark. 32, 33. Ja, dann können wir gleich Berg abgeben, ne? Ich weiß nicht, was aus die Oldenburger hier verlangen. Truppen haben die wohl keine mehr, ne? Die radieren hier gerade durch. Ja, und das werden die jetzt wieder befreien. Und da kommen noch ein paar Truppen zurück. Das spielt keine Rolle mehr mit Aachen. Oh, die befreien jetzt Hannover. Dann habe ich noch eine Möglichkeit, da wieder aufzurüsten. Das wäre super. Oder Heuer, egal wer von beiden. Nee, laufen leider durch. Besetzen hier Oldenburg. Wäre schön, wenn die was von uns befreien würden, ne? Könnten wir was aufrüsten und wieder helfen, aber sieht nicht so aus. Etwas schlecht. Da geht's jetzt auch mit richtig los. 7 Truppen. Ja, machen wir. Kriegsmüdigkeit geht nur einmal zu senken. Da steigern wir nochmal. So, und die 4 Truppen von denen sind dann auch Geschichte. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Dann können wir noch Berg abgeben wieder, ne? Die Pfalz ist ziemlich groß geworden. Die sind größer wie wir dann. Ja. Ein bedeutender Mann ist gestorben. Da hinten haben sie noch einen stehen und das war's dann auch, ne? Sitzen hier mit zig Leuten drin, ne?
Ja. Die haben einen mehr gekriegt. Da tauchen wir mal 7 Hanseleute auf. 7 Hansearten. Das konnten wir wieder einmal runter machen, aber das bringt auch nicht mehr viel, ne? Da kämpfen die. Ach, guck mal, das sind 7 und... Ne, das ist Würzburg, okay. Ja, die sind gleich auch da drüber. Lüttich marschiert komplett durch. Ja, toll. Die sind aus dem Krieg raus, wir aber leider noch nicht. Oldenburgisch. Ja, wenn dann her jetzt gegen Sachsen der Krieg zu beenden. Aber da kommt gar kein Friedensangebot, ne? Ja. Ja, wieder kriegsmüde. Können wir aber nichts ändern dran diesmal. Da kommt's, dann können wir uns das mal angucken. Köln tritt Berg an Köln ab, an die Pfalz ab. Köln wird gezwungen sein, die Pfalz jeden Monat, ja, da kommen wir gar nicht drum rum, brauchen wir gar nicht lange fackeln, ne? Ja, akzeptieren wir. So, jetzt ist Köln weg und Kleve weg, aber was willst du machen? Hast keine andere Chance. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen was besser werden wieder. So, das ist hier noch die Hanse. Die kommt jetzt hier rein und versucht natürlich die anderen Länder kaputt zu machen, ist auch klar. Oder? Ja, Kassel nehmen sie. Geld ist überhaupt kein Problem, ne? Kredit aufgenommen. Okay. Ja, und jetzt besetzen uns die Hanseaten. Tja. Wir sind alles auch reichlich. Köln, Brandenburg, Burgund und Flandern sind auf unserer Seite. Interessant. Oldenburg kommen noch, die Hanse England, okay. Den holen wir mal dabei. Was war das jetzt hier? Sachsens Meinung über Köln. Ja, dann machen wir das zweite. Die Armeetradition war schon gar nicht schlecht, ne? So. Hier muss es gleich weitergehen. Vereinen und befreien. Ah, da hinten kommen sie schon wieder, die Hanseaten. Aber ist halt so. Ja, und dann sind sie kaputt. Und die marschieren jetzt auch dann weiter runter und in Westfalen wahrscheinlich rein, oder? Ne, doch nicht, marschieren erst weg. Da schlossen welche auch noch Frieden, ist ja auch kein Ding. Jetzt fehlt es an der Kohle. Na, dann nehmen wir Geld. Jetzt kommen die wieder und machen die eine Einheit auch wieder kaputt. Also, erledigt. Und jetzt besetzen sie das auch noch. Ah, die Engländer sind auch noch gekommen. Dann ist das auch noch geklärt. Okay. Ja. Das war's dann, ne? Wer ist denn da dran?
Franzosen. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, Burgund. Akzeptieren wir natürlich. Und Flandern akzeptieren wir auch. Hätten wir vielleicht schon eher machen müssen, ne? Kann das sein? Ja, sieht jetzt gerade richtig schlecht aus. Die Brandenburger können da auch nichts mehr ausrichten. Und es ist auch nur noch Köln und Brandenburg im Krieg, die anderen schon nicht mehr. Oldenburg und da. Ja. Jahre des Kriegs liegen hinter uns. Ach ne, Frieden war's. Ja, da 7 gegen 1. Sieht auch nicht gut aus. Und da werden wir auch geschlagen. Oh, jetzt haben die das auch noch abgegeben. Und Holdenburg. Ja, da können wir nichts tun und nur abwarten, ne? So, kommt jetzt ein Friedensangebot. Ja, da passiert nichts mehr jetzt gerade. Vielleicht brauchen die ein bisschen Geschwindigkeit. Passiert gerade nichts. So, da kommt das Angebot. Mal wieder langsamer hier oben und gucken da rein, was die denn von uns möchten. Köln tritt Paderborn an Oldenburg ab. Brandenburg tritt Lüneburg an die Hanse ab. Köln wird gezwungen sein, Oldenburg jeden Monat. Na komm, geht nicht anders. Und wohlauf. Jetzt ist unser Land noch weniger verbunden. Jetzt haben wir 3 Bereiche. So, kurz mal reingucken bei den Hessen. Anhalt und Aachen ist dabei. Das wäre ja nicht schlimm, ne? Das bedeutet gleich wieder aufrüsten. Aber so wie es aussieht, scheitert es gerade am Geld. Ja, das ist klar. Kredite. So, zack. Kanone dabei. Fußsoldaten. Und da wird auch noch einer. Noch ein bedeutender Mann ist gestorben. Ja, Anhalt hat 6. Die haben 5. Warum weiß ich nicht. So. Anführer. Haben wir. Darüber. Einen. Darüber. Und auch einen. Kriegen wir noch was? Nein, gerade kein Geld da. Und auch keine Männer. So, da kommt noch die 4. Einheit.
geeint. So. Noch eine Reiterei dabei. Da haben wir 5, das würde hier klappen, aber da haben wir natürlich noch 6 gegenstehen, ne? Gut. Aber ich würde dann sagen, soll es für diese Folge auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.